Folge 4 auf dieser Insel, wo mir niemand helfen möchte, sondern mich alle allein rausschicken für irgendwelche Halsketten, Autoteile oder Medizin. So oder so, ich tue jetzt das Erste. Boah, ist die Sonne hell. So, ich habe auch überlegt, so viele Spiele, die da so rauskommen, die ich eigentlich dann auch spielen möchte. Singing City, das steht auf meiner Liste. Das wird dann auch schon das Spiel sein, was ich nach Subnautica spielen werde. Can't hurt a look. Biomountain hieß es, glaube ich. Das ist auch so ein Spiel, was ich unbedingt spielen möchte. Darauf freue ich mich auch schon unheimlich. Habe zwar noch nichts davon gesehen, aber habe davor gehabt, mir das anzugucken. Ich habe jetzt keine zweite Waffe. Nö, aber das. Ich habe den eben geschmissen, oder? Das macht halt nur so wenig Schaden, der Scheiß. Puh. Dich. So, ja klar. Sicher, das ist echt geil. Aber wieso gibt es eigentlich auf dieser Insel eine Sicherheit? Mann, ja, ich treffe dich nicht. Ja. Motherfucker, die. So, zurück zum Thema. Spiele, die rauskommen, also, oder schon draußen sind. Der Mikro interessiert mich halt leider null. Das ist das Problem. Auf COD freue ich mich schon unnormal. Borderlands. Was gab's denn noch so? Borderlands halt. Habe ich sogar vorbestellt. Zu dir muss ich halt auch noch vorbestellen. Layers of Fear wollte ich ursprünglich, aber hab's mir doch anders überlegt. Oh, ein Auto. Wow, ist der Wagen schnell. Steig ich aus. Balance. Please, my husband. He's bleeding. Can you help us? Nee. Come. Name's Roger, brothers. And this is my wife, Jess. We were driving like a bat out of hell. When I saw that broke down car, part of me said, forget about it. But I couldn't. I couldn't do that and live with myself, so we stopped to see if we could help. The driver must have been in shock or something, because he threw himself at us like a crazy guy. I had to kill him. But this was self-defense. I was protecting myself. You gotta believe me. But you know what? He took a bite out of me, man. Shit. I think I got whatever he had. Rabies. I don't know. Fuck. Who the hell knows? But can you get Jess out of here? If I start to lose it, I don't want to bloody hurt her. Kann ich machen. Okay. Hey man. Thanks. Should take her to the lighthouse. My brother James should be there. He'll take her in. Das tue ich, Bruder. Brudi. Ich muss halt auch erst noch warten auf die E3, wenn die draußen ist. Da werden wir dann sehen, was sie so rausbringt. Freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ein neues Halo. Ich warte nur drauf.
Huch, falsche Seite. Was sind das denn? Ah, stimmt, deswegen sind wir hergekommen. Schon wieder vergessen. Wie fahren wir eigentlich wieder raus? In diesen Steingebüschen hängt man wie immer fest. Hast du einen Weg, bitte? Aus dem Weg, bitte. Danke. Ist jetzt noch drin, ne? Ja. Ja, ich weiß, ich kann Auto fahren. Hallo. Noch nicht. Bist du nicht zufrieden? Thank you. Can you check on my husband? Hey, gib mir deine Belohnung. Can't be. I can't believe you're alive. When we left Sinemoy, you looked like Jesus. Anyway, you better go see to James. I'm sure he'll be surprised as hell to see you still alive and kicking. Follow me, I'll take you to James. I'm sure he'll be glad to see you still alive. Where the hell did they put that? James will probably want to talk to you first. Okay, ich folge dir. Colin. Und ich entleere euch zwischendrin einmal ein bisschen. He's in the back there, you should go talk to him. Geil. Halt ist das. Arena-Lobby. Ich sagte euch, ich hab die ECs mir geholt. Let's open this up. James is at the top of the lighthouse. Go see him. Einen Moment. Talk to James first. He's the one in charge. Holy shit, you're alive? Hello. I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Sinemoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Klar. I'll see what I can do. You want to get off this island with the rest of us? Go talk to my people. See what you can do to help, okay? Hey, unlike Sinemoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that the help's on its way. We're more proactive, you know? Farther up the coast, there's a couple shipwrecks. The result of that monsoon that came through. I'm thinking they might have supplies, including signal flares. When help finally does get here, like maybe the military, we need a way to let them know where we are. You interested in a little salvage work? I'll try. Good. And when help finally does get here, and we get their attention, I guarantee a first spot on the chopper. That's good done. So, das war mit sehr viel Quest wieder. She got beat up bad out there. I don't even know how she managed to make it here. Probably made it on sheer adrenaline. She needs painkillers and bandages. Can you see if you can find some? Ich hab welche. I'm in. Thank you. There's a wrecked ambulance on the road to the bungalows and medical supplies in the lifeguard tower. I'm pretty sure you can find painkillers and bandages either place. Maybe there's a rescue car on the beach. Try to worry, okay? She's really suffering. That is exactly what I needed. Thank you. You just saved this girl's life. Yeah.
Was kann ich jetzt, wenn ich gelesen, was das für ein Bobplan? Ah, Dio-Bombe. I was in contact with the pilots of that plane that went down. It was full of passengers and they said they were making an emergency landing near the edge of the jungle. I lost contact with them after that, but if they landed that plane safely, maybe we can use it to get the hell off this island. All right. Hey, that plane might be our ticket out of here. Maybe. Glaube ich aber nicht. We followed James to this lighthouse so we could send out an SOS signal using the lamp. But there's something wrong with the power. Marcus went to check the two transformers powering the lighthouse, but he's been gone for hours. Someone needs to see what's happened to him and try to get the power back on. Those things can't do to you what they can do to us. Maybe you can help us. Yes. All right. Good. The transformers are in the northern part of the Gold Bungalow area. If you can get the power back on, I'll let you into the storage shed. I'm Darwin, by the way. By the way. Nur wieder sehr viele Quests bekommen. So, haben wir sind ja Level Up geworden. Ist das? Aber wann bekommen wir das denn? Ich muss das erreichen. So, Quests. Hat schon was abgeschlossen, ja? So, nach. Hier, bring die Halskette zurück. Da. Lass uns das machen. Asche zu Asche. So, wir enden in 8 Zügen. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Handbremse gibt. Okay, geht selbst schon noch relativ gut um die Ecken. Pass auf! Wahnsinniger. X. Ja, leider nicht so viel hier. So, einmal in die Tankstelle. So. Hallo. Hey, hey you, go over to the door. Give me a sec to open it. Come on, quick. Was ist leer? Brauchst du kein Schwein. Ich bin drinne. Über diese Automaten. What, you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and it is in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. Yeah, maybe there's another way in. See, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Genau, es gibt ja nichts Besseres, als an einer Tankstelle zu stehen, die kurz vorm Explodieren sein könnte.
Schönes gemacht. Mein bloßer Blick tötet ihn schon. So, einmal ist das. Ich würde mich trotzdem mit seiner Schusswaffe viel sicherer fühlen. Es wird doch bestimmt hier irgendwelche Wachen geben. Geil. Das ist noch geiler. Okay, hab kurz nachgeschaut, ob ich meine anderen Kontrolle wenigstens lade. Was ist das denn? Besser. Lei, haben wir viel Inventarplatz jetzt. Habt ihr das gesehen, wie viel Inventarplatz wir haben? This is amazing. Was soll das nutzen müssen? So, machen wir es ein bisschen weg. Guardium Violosa. Violosa. Oh Gott. Sie werden bei den Viechern landen. Dieser Scheiß macht ja keinen Schaden, ey. Leg mich am Arsch. Es wäre Strom. Gina, wir hätten so ins Auto reinlegen. Naja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ach, ich habe die Tür noch gar nicht aufgemacht. I'm an Idiot. So. Sorry. Na gut, was haben wir denn Waffen? Nie nieder. Bück dich, du Schlampe. Danke. Muss jetzt gehen. Ach Gott. Sind nicht die Türen immer auf der linken Seite? Sehr verwirrend. Also nicht die Tür, sondern das Lenkrad. So, dann können wir auch wieder zwei Quests abschließen. Boah Gott, das ist knapp. Die haben echt Speed drauf, die Teile.
Society is yours whenever you need it. Was? Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Somit auf Wiedersehen.